Thomas, die kleine Rangierlokomotive, ist sehr stolz auf seine Nebenstrecke. Er hält sie für den wichtigsten Teil des ganzen Streckennetzes der Eisenbahn. Seine zwei Waggons, Annie und Clarabel, stimmen ihm darin zu. Annie kann nur Fahrgäste transportieren, Clarabel aber Fahrgäste, Gepäck und den Schaffner. Sie sind beide alt und sollten endlich mal neu gestrichen werden, aber Thomas liebt sie über alles. Während sie so auf der Nebenstrecke hin und her pendeln, singen sie sich Lieder vor. Wenn Thomas von einem Bahnhof losfährt, singt er: Vorwärts, sonst kommen wir zu spät, vorwärts, sonst kommen wir zu spät. Und die Waggons singen: Wir kommen ja schon, wir kommen ja schon. Sie nehmen nicht so genau, was Thomas zu ihnen sagt, denn sie wissen, er möchte den dicken Kontrolleur imponieren. Und sie wissen auch, wenn Thomas sauer ist, ist er nicht auf sie sauer. Eines Tages mussten sie auf Henrys Zug warten und das machte Thomas sehr sauer. Wie kann ich pünktlich meine Strecke befahren, wenn Henry immer verspätet ist? Er weiß wohl nicht, dass der dicke Kontrolleur sich auf mich verlässt. Thomas pfiff ungeduldig. Er wollte losfahren, aber er musste noch auf Henrys Fahrgäste warten. Endlich kam Henry. Wo warst du, Faulpelz, denn? Fragte Thomas. Oh je, irgendwas stimmt nicht mit meinem Antrieb und niemand kann mir helfen. Du weißt gar nicht, wie sehr ich leide, jammerte Henry. Quatsch, sagte Thomas. Du bist zu fett. Du brauchst Bewegung. Der Schaffner pfiff und Thomas fuhr so schnell los, dass er Henry stehen ließ. Der Schaffner winkte mit seiner roten Fahne, damit Thomas anhalten sollte. Aber der war schon voll unter Dampf und fuhr aus dem Bahnhof. Vorwärts, vorwärts, dampfte Thomas. Aber Clarabel wollte nicht vorwärts fahren. Ich habe meinen netten Schaffner verloren, ich habe meinen netten Schaffner verloren, schluchzte sie. Annie versuchte Thomas zu sagen, was vorgefallen war. Wir haben keinen Schaffner, wir haben keinen Schaffner. Aber der gab Volldampf und hörte nicht zu. Annie und Clarabel versuchten, ihre Bremsen zu betätigen, aber das ging nicht ohne den Schaffner. Wo ist unser Schaffner? Wo ist unser Schaffner? Riefen sie. Aber Thomas hielt erst an, als sie zu einem Signal kamen. Blödes Signal, sagte Thomas. Was soll denn das? Keine Ahnung, sagte sein Lokomotivführer. Aber der Schaffner wird es uns gleich sagen. Sie warteten und warteten, aber der Schaffner kam nicht. Piep, 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 wo ist der Schaffner? Pfiff Thomas. Wir haben ihn vergessen, seufzten Annie und Clarabel zusammen. Alle sahen sich um und da war der Schaffner. Er kam auf den Gleisen dahergerannt, die rote Fahne in der einen Hand und seine Pfeife in der anderen. Er war ganz erschöpft und musste zuerst etwas trinken. Dann erzählte er allen, was geschehen war. Das tut mir sehr leid, Herr Schaffner, sagte Thomas. Es war nicht deine Schuld, antwortete der. Seht, das Signal ist unten. Wir können fahren. Lasst uns die verlorene Zeit aufholen. Annie und Clarabel waren so froh, ihren Schaffner wieder zu haben, dass sie auf dem ganzen Weg zu Thomas sangen. So schnell du nur willst, so schnell du nur willst. Und sie erreichten das Ende ihrer Strecke früher als je zuvor.